Herren, verehrte Kolleginnen, geehrte Kollegen. Ich freue mich heute besonders, dass Herr Gutschmidt unser Sprecher ist. Er gehört zu, das kann man schon sagen, prominenten Experten, was die sogenannte Heidelberger Schule betrifft, von Dieter Henrich. Und es gibt mittlerweile eine breite Rezeption. Das fand vor 2 Jahren in Bielefeld am CIF eine Tagung statt zu Dieter Henrich und seiner Philosophie des Selbstbewusstseins. Ich möchte jetzt gar nicht eine so große Einleitung vortragen, sondern nur darauf hinweisen, dass in der Geschichte der Philosophie in der Bundesrepublik Deutschland Dieter Henrich zu den prominenten Fachvertretern gehört, die ja einen eigenständigen Problembezug profiliert haben, nämlich die Theorie des Selbstbewusstseins, wie sie uns aus der, ja, man kann sagen, aus der kartesianischen Tradition der modernen Philosophie überliefert, ist entscheidend und ist dabei die frühe Schrift von Dieter Henrich, Fichtes ursprünglicher Einsicht. In ihr thematisiert er Fichtes zentrales Problem, nämlich den Zirkel und den Regress in der Bewusstseinsphilosophie, der dann eintritt, wenn man Bewusstsein und Selbstbewusstsein als ein Bewusstsein von etwas konzeptualisiert. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass wir mittlerweile einen doch interessierten Austausch mit amerikanischen Kollegen haben, die sich mit diesem Problembezug konfrontierten. Es gibt vielleicht ein sehr grundsätzliches Problem in der modernen Philosophie, was bis heute wirkungsgeschichtlich geworden ist, und das ist die Konzeptualisierung von Erkenntnisakten über einen inneren Sinn. Wenn man diese Konzeptualisierung wählt, denke ich, kommt man zu Folgenproblemen, die nur schwer zu handhaben sind. Herr Gutschmidt, ich möchte mich im Voraus bei Ihnen schon bedanken, dass Sie bereit waren, uns an Ihren Einsichten teilhaben zu lassen. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Herren, ich danke Herrn Breyer für die Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen in diesen schönen Gebäuden über Henrichs Theorie des Selbstbewusstseins und ihrer Entwicklung. Bevor ich auf die Theorie des Selbstbewusstseins im engeren Sinne eingehen möchte, würde ich gerne etwas sagen zur Stellung dieser Theorie. Also Dieter Henrich ist in der Nachkriegsphilosophie, wie Herr Breyer bereits angedeutet hat, eine sehr wichtige, prominente Figur. Er hat auch großen Erfolg gehabt als akademischer Lehrer. Viele seiner Schüler sind aber Professoren geworden und haben auch das Thema des Selbstbewusstseins, der Subjektivitätstheorie weiter behandelt. Zum Teil in Analysen der klassischen deutschen Philosophie, in der das Thema ganz zentral ist, also Selbstsein, Selbstbewusstsein des Geistes und dergleichen sind zentrale Aspekte der klassischen deutschen Philosophie seit Kant, zum Teil aber auch systematisch. Bei Henrich ist es so, dass dieses Thema des Selbstbewusstseins nicht nur ein systematisches, theoretisches Thema ist neben anderen Aspekten seines Oeuvres, sondern man kann sagen, dass es eigentlich ein Schlüsselthema für sein ganzes Werk ist.
Er hat früh angefangen, über diese Fragen, was Selbstbewusstsein ist, wie die Struktur des Subjekts, des transzendentalen Subjekts ursprünglich aussieht. Von den 50er Jahren findet man entsprechende Analysen dazu. Aber vor allen Dingen in der Perspektive, die Theorie des transzendentalen Subjekts bei Kant besser zu verstehen. Das war also ursprünglich erstmal eine Analyse eines großen klassischen Autors, mit dem sich Henrich damals beschäftigte, schon im Blick auf systematische Fragen, aber doch noch nicht mit dem Anspruch, den seine Theorie dann später gewonnen hat. Das änderte sich im Laufe der Zeit, in den 60er Jahren, wo er dann auch im stärkeren Maße die Phänomenologie und die analytische Philosophie rezipierte, auch mit einer Reihe von Analytikern in engerem Kontakt trat. Und hier sieht man dann, wie das Thema immer stärker einen sachlichen Aspekt gewinnt und sich auch wieder löst von den Analysen bestimmter Autoren. Allerdings muss man sagen, dass Henrich dann auch gelernt hat, bestimmte Autoren wie etwa Fichte, auf den hat Herr Breyer auch schon hingewiesen, und andere neu zu verstehen. Und zu verstehen, dass diese Autoren über ihre Theorie des Ichs oder über ihre Theorie des spekulativen Begriffs, wie bei Hegel, sozusagen Einsichten entwickelt haben, die man für eine Selbstbewusstseinstheorie nützlich anwenden kann. Also das ist bei vielen der Forschungen, die Henrich dann veröffentlicht hat, vor allen Dingen zu Kants Theorie des transzendentalen Subjekts oder dann zu Hegels Theorie des Logischen, ist das nicht so erkennbar. Es ist aber so, dass diese Analysen letztlich durchgeführt werden aus der Perspektive, dass sie etwas beitragen zum Verständnis von Subjektivität. Und weil Henrich glaubte, dass diese Autoren in einem weiteren Zusammenhang ein ähnliches Thema behandelten, wie das, das ihn beschäftigte, nämlich was Subjektivität, was Selbstsein ist. Deswegen versuchte er auch den Diskussionszusammenhang, in dem sie stehen, zu rekonstruieren. Und daraus entwickelte sich bei Henrich dann eine bestimmte Hermeneutik, die er Konstellationstheorie nannte, wo er diese Autoren verstand als Positionen in einem sozusagen umfassenden Gespräch, in dem keine Position den ganzen Sachgehalt ausschöpfen kann, aber jeder etwas dazu beiträgt. Das war wichtig für seine eigene Entwicklung philosophiehistorischen Arbeitens. Man kann also sehen, dass die Selbstbewusstseinsproblematik dann auch zu einer Theorie der Rezeption und der Interpretation von philosophiehistorischen, also wichtigen Texten geführt hat. Weil Henrich dann in der Verfolgung dieser Theorie der Subjektivitäten des Selbstseins zunehmend auf Probleme stieß und glaubte, dass das ein Thema nicht mehr isoliert zu behandeln ist, so wie es auch in der modernen analytischen Philosophie behandelt wurde. Deswegen hat sich seine Theorie dann erweitert, hat einen umfassenderen Fokus gewonnen. Und dies wird bezeichnet durch das, was Henrich das bewusste Leben und die Analyse des bewussten Lebens nennt. Henrich war zunehmend der Auffassung, dass wir über Subjektivität nicht mehr im Sinne einer semantischen oder einer transzendentalen Analyse entscheiden können, sondern wir brauchen die Erfahrungen und die Perspektiven eines bewussten Lebens, das heißt die vielfältigen Weisen, wie ein Subjekt sich im Selbstbezug, im Bezug zur Welt und im Bezug zu anderen darstellt, wie es sich da erlebt. Und diese Theorie des bewussten Lebens ist vor allen Dingen für den späten Henrich dann immer wichtiger geworden für das Verständnis von Subjektivität, indem er ein Stück weit, muss man sagen, die klassischen Analysen, die er in den 60er und 70er Jahren machte und mit denen er dann auch in eine gewisse Konkurrenz zu anderen trat, verließ. Hier sieht man also dann, dass Henrich sich den Fragen des Kunsterlebens, der Moralphilosophie, der Lebenslehre, wie er das einmal genannt hat, auch des Politischen immer stärker öffnete und dann in den 80er und 90er Jahren auch Beiträge zu diesen Fragen veröffentlichte und dann auch noch in stärkerem Maße als früher auf die Dichtung einging.
Also Dichter waren für Henrich immer Autoren, die in der Lage sind, über diese Dinge frei von den engen begrifflichen Rahmenbedingungen des Philosophierens, den wissenschaftlichen Rahmenbedingungen zu handeln und dabei wichtige Einsichten zu formulieren. Eines seiner letzten Bücher über Hölderlin und Beckett ist im Grunde ein Beitrag zu Henrichs später Theorie der Subjektivität. Sie sehen also, ich will das heute nur sozusagen kurz angerissen, auf wie vielfältige Weise sich dieses ursprüngliche Projekt dann verästelte und wie es ganz unterschiedliche Fragen und Themengebiete an sich zog. Das sind allerdings auch Dinge, die nicht immer klar sind, wenn man Henrichs Werk liest oder wenn man einzelne Arbeiten von ihm liest, da es ihm leider selber irgendwie nie vergönnt war, eine vernünftige, umfassende Darstellung seiner Forschungen zu geben, so dass man auch die Verbindungslinien zwischen den Texten sieht und auch sehen kann, wie sich sein Fokus und auch seine Auffassungen zum Thema geändert haben. Denn Henrich hat, wie gesagt, hat in 50er Jahren daran gearbeitet und er ist jetzt vor kurzem gestorben, vor einem halben Jahr. Und bis zuletzt hat er an diesen Fragen gearbeitet und noch veröffentlicht. All das umfasst einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren. Und da hat sich natürlich einiges geändert. Aber das ist, und das zeigt auch dann die Beschäftigung mit der Sekundärliteratur, nicht immer so einfach zu erkennen für Autoren, die dann einzelne Texte rezipieren. Ja, also auf diese Weise, denke ich, wird deutlich, dass das ein zentrales Thema, ein Schlüsselthema ist. Und dass es auch lohnt, dieses Thema gründlicher zu behandeln, weil dies auch Licht wirft auf andere Fragestellungen und andere Texte und Arbeiten, die Henrich veröffentlicht hat. Wie gesagt, ist es so, dass Henrich mit dem Thema schon in den 50er Jahren begann, damals aber noch vor allen Dingen in der Analyse dessen, was bei Kant das transzendentale Subjekt ist. Sie wissen ja, wenn Sie Kants Kritik der reinen Vernunft gelesen haben, dass Kant eine Vermögenslehre entwickelt hat, in der unterschiedliche Faktoren, Elemente zusammen so etwas wie eine Objekterkenntnis, also Wahrnehmung, Erfahrungserkenntnis verschaffen. Und ein zentrales Element dieser Theorie des transzendentalen Subjekts ist, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen begleiten können muss, damit sie meine sind, was also bei Kant als eine Art Zuschreibungsfunktion aufgefasst wird. Und die zentrale Frage für Henrich war, die er dann auch im Zusammenhang mit anderen Autoren betrachtete, was macht die Einheit dieses transzendentalen Subjekts aus? Bei Kant ist diese Einheit im Grunde nur als eine Funktionsbeziehung zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wir verstehen eigentlich nicht wirklich, wie diese verschiedenen Elemente zusammen so etwas wie ein Erfahrungserleben, ein Wahrnehmen, ein Begreifen des Wirklichen zustande bringen. Diese Frage führte dann zu einer stärkeren Abwendung oder sagen wir mal Abstrahierung von den konkreten Textproblemen bei Kant und zu der Frage, was eigentlich Selbstbewusstsein überhaupt ist. Und hier ist es so gewesen, dass Henrich in den 60er Jahren verschiedentlich experimentiert hat. Da ist es auch der Fall gewesen, dass er eine Zeit lang davon ausging, dass man ein Selbstbewusstsein, in Anführungszeichen, entwickeln könnte, das auf den Begriff des Ich, auf den eines Subjekts ganz verzichten kann. Das hatte damit zu tun, dass Henrich der Auffassung war, dass ein solcher Ich-Begriff eine Theorie des Selbstbewusstseins in eine zirkuläre Verfassung bringen kann. Diese zirkuläre Verfassung hat Henrich dann vor allen Dingen dargestellt an der Analyse verschiedener Formen oder verschiedener Versionen der Wissenschaftslehre Fichtes. Henrich stand damals auch ein bisschen unter dem Einfluss von Aaron Gurwitsch, der eine Theorie des Selbstbewusstseins oder besser gesagt des Bewusstseins entwickelt hat, die auf den Ich-Begriff verzichten kann, wo das Bewusstsein sozusagen als Feld, bloßes anonymes Bewusstsein, als ein bloßes Feld des Erlebens aufgefasst wird. Henrich hat zum ersten Mal dann über die Probleme des Ich-Begriffs beziehungsweise der Vorstellung einer egologischen Theorie von Selbstbewusstsein in dem schon genannten
Aufsatz Fichtes ursprüngliche Einsicht von 1966 ausführlicher gehandelt. Ob das, was er da vorträgt, tatsächlich Fichtes ursprüngliche Einsicht ist, ist noch eine andere Frage. Aber er zeigt an verschiedenen Definitionsversuchen des Ich in verschiedenen Versionen der frühen Wissenschaftslehre von Fichte, dass Fichte einerseits versucht hat, eine zirkelfreie Konzeption von Ich zu entwickeln und andererseits dabei trotz verschiedener Ansätze gescheitert ist. Was muss man sich hier als das Hauptproblem vorstellen? Wenn Sie Selbstbewusstsein als eine Form der Reflexion auffassen, wie es naheliegenderweise ist, wir erleben sozusagen unser eigenes Selbstbewusstsein so, indem wir uns darauf besinnen und dann erkennen, dass wir in verschiedenen Handlungen, Wahrnehmungen oder Aktionen aller Art dasjenige sind oder diejenigen sind, die diese Handlungen ausführen bzw. diese Erlebnisse haben. Und dass wir auf diese Weise sozusagen unserer selbst fortwährend gewiss werden durch einen Akt der Besinnung darauf. Wenn wir also Selbstbewusstsein so verstehen, als eine Handlung der Reflexion auf sich, als ein Akt der Selbsterkenntnis oder als eine intentionale Beziehung des Ich auf sich, so dass dadurch, dass wir ein Selbstbewusstsein oder ein Selbstwissen herauskommt, dann, so zeigt Henrich in diesem Text Fichtes ursprüngliche Einsicht, führt das immer in eine zirkuläre Verfasstheit. Denn diese Art von intentionalem Tun bedarf eigentlich bereits des Bewusstseins oder sogar des Wissens darüber, worauf es sich richtet. Und wenn dies so ist, dann heißt das, dass die Reflexionstheorie des Selbstbewusstseins keine adäquate Darstellung oder kein adäquates Verständnis von Selbstbewusstsein liefern kann, weil sie im Grunde, wenn auch verstecktermaßen zuweilen, voraussetzt, was sie eigentlich zeigen will. Und dies hat Fichte angeblich erkannt nach Henrichs Auffassung und versucht dann durch bestimmte Formeln, durch eine gewisse Konzeption der Selbstsetzung des Ich, das sozusagen sich aus sich selbst heraus als ein sich Wissendes und Erkennendes schafft oder konzipiert, zu vermeiden. Aber es ist ihm nicht gelungen. Das zeigt Henrich ausführlich in diesen Analysen. Und dabei zeigt er eben auch, welche grundlegenden Probleme es überhaupt dabei gibt, Ich oder Selbstbewusstsein als etwas zu verstehen, das Resultat irgendeiner intentionalen Beziehung auf sich ist. Und weil dem so ist, weil aber Henrich auf der anderen Seite auch der Auffassung war, dass auf den Ich-Begriff nicht zu verzichten ist, weil wir sonst wesentliche Leistungen von Selbstbewusstsein nicht verstehen können. Deswegen hat er versucht, eine eigene Theorie zu entwickeln. Hier ist also dann der Übergang immer stärker zu einer eigenen systematischen Konzeption von Selbstbewusstsein. Und die wichtigsten, vielleicht auch die einschlägigsten Texte dazu stammen aus den frühen 70er Jahren. Das ist zum einen ein Festschriftbeitrag von Hans-Georg Gadamer aus 1970, Selbstbewusstsein, Gedankenstrich, kritische Einleitung in eine Theorie. Und dann ein Jahr später einen Vortrag vorgetragen an der Universität Hamburg, meine ich, Selbstsein und Bewusstsein. Dieser letztere Vortrag ist allerdings nie veröffentlicht worden. Er findet sich jedoch mittlerweile in, wie heißt das, E-Psychologie? In einem Internetjournal. Da kann man den seit einigen Jahren nachlesen. Wie ist Henrich da vorgegangen? Also Henrich versuchte ja, eine Theorie zu entwickeln, in der das Selbstbewusstsein nicht das Resultat einer Selbstbeziehung ist, in der aber auf der anderen Seite das Ich, also das Ich-Subjekt oder Ich-Gedanke, eine wesentliche Funktion ausübt. Und sein Ansatz war, die Konzeption des Bewusstseins als eines bloßen Feldes, des Gewahrens von ja, mentalen Ereignissen und des Ich-Gedankens zu kombinieren. Es ist dann so, dass sozusagen das Bewusstsein dasjenige ist, in dem alle auch solche Handlungen oder Akte, die dann das Selbstbewusstsein im Sinne eines Ich-Bewusstseins hervorbringen, bewusst werden. Und das Ich-Bewusstsein ist nicht mehr etwas, das in einem gewissen Sinne
das Selbst oder das Bewusstsein erschließt, sondern es ist nur noch etwas, das unter dem Gedanken des Ich oder in einer Art der, wie soll man sagen, des gedanklichen Ergreifens von Bewusstsein dann dieses Feld, diese Sphäre des Bewusstseins und dem, was sich darin ereignet, einem Subjekt, einem handelnden oder einem erlebenden Subjekt zuschreibt. Auf diese Weise ist es so gewesen, dass das Ich nicht mehr selber sich auf sich richtet. Es ist sozusagen erschlossen in einem Bewusstseinsfeld, aber es schafft noch den oder es steht noch für das Subjekt von Handeln und Erleben. Man kann sagen, dass Heinrichs Konzeption so funktioniert, dass das Bewusstsein sich des Ichs oder des Ich-Gedankens oder der Ich-Funktion bewusst ist, die dann so etwas wie Subjektivität hervorbringt, aber nicht mehr in dem Sinne hervorbringt, dass ich sich in einer Art von erkennendem Akt auf sich selbst richten muss und dann irgendwie sich sozusagen als Selbstbewusstsein erst erschafft. Hier hat also Heinrich das Problem dadurch zu lösen versucht, dass er die verschiedenen Aspekte von Selbstbewusstsein trennte und selber in eine Art lineare Beziehung brachte, aber doch so, dass es nicht mehr zu einer zirkulären Struktur kommt. Und in dem Vortrag von 1971, in dem Hamburger Vortrag Selbstsein und Bewusstsein, verzichtet er sogar darauf, dass diese Ich-Funktion selber noch in irgendeiner Weise eine Handlung darstellt, sondern er sagt, alles Erleben wird nur noch unter der Idee des Selbstbezuges erlebt oder vollzieht ihn noch unter der Idee des Selbstbezuges. In der Hinsicht gibt es also überhaupt keine Handlung mehr, die so etwas wie Selbstbewusstsein herstellt, sondern es gibt nur noch Erlebnisse bzw. Handlungen, die unter einem Gedanken des Selbstbezuges sozusagen verarbeitet, konzeptualisiert werden. Allerdings zeigte sich Heinrich, dass diese Theorie auch noch Schwächen hatte. Er hat eine Zeit lang geglaubt, er könne das lösen, hat in den 70er Jahren daran weiter experimentiert, bis er dann in den späten 70er Jahren merkte, dass es keine Möglichkeit gibt, so ist im Grunde seine Schlussfolgerung gewesen, eine Konzeption von Selbstbewusstsein zu entwickeln, in der in irgendeiner Weise intentionale Akte eine entscheidende Funktion spielen. Und das war auch in diesen Konzeptionen noch der Fall. Nicht das Bewusstsein ist sich der Ich-Funktion oder des Ich-Gedankens bewusst und diese Ich-Funktion oder dieser Ich-Gedanke schafft dann so etwas wie ein Subjekt des Erlebens oder des Beziehens von dem, was wiederum im Bewusstsein passiert. Aber wie das Ich, gleichsam dieser Ich-Funktion, sich auf das Bewusstsein als auf seine eigene Sphäre bewussten Erlebens beziehen kann. Oder wie umgekehrt ein bloßes anonymes Bewusstseinsfeld selbst so etwas wie ein Subjektsein auszubilden vermag, das konnte Heinrich nicht erklären. Und seine Konzeptionen litten darunter, dass sie selber sozusagen versteckte Zirkel hatten, um so funktionieren zu können, wie Heinrich das eigentlich beabsichtigte. Da haben wir also die Situation dann gehabt, dass Heinrich versuchte, und zwar über eine Theorie der Analyse der Struktur und auch des Zusammenspiels, muss man sagen, unterschiedlicher Faktoren, also im Grunde in einem Ansatz, der tatsächlich noch so war wie der kantische Ansatz. Das ist im Grunde noch eine Form von Transzendentalphilosophie, die wir haben, wenn auch mit modernen terminologischen und begrifflichen Mitteln. Hat also versucht sozusagen, Subjektivität in den unterschiedlichen Leistungen in ihrer Struktur, in dem Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren zirkelfrei zu konzipieren. Und das ist nach 15 oder 20 Jahren für ihn gescheitert. Und die Schlussfolgerungen, die er daraus zog, waren, das ist dann insbesondere in dem Text Fluchtlinien, wird das von 1982, so ein kleines Büchlein, wo eine Reihe von Aufsätzen versammelt sind, die um dieses Thema kreisen, wird das angezeigt. Die Konzeption oder das Resultat daraus war, dass Heinrich der Auffassung war, Selbstbewusstsein ist überhaupt nicht im Sinne einer Konstitutionstheorie oder einer Strukturanalyse aufzuklären.
Das heißt also, nicht nur, dass Heinrich persönlich gescheitert war mit diesem Versuch, sondern er hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass das Thema, das sozusagen das Phänomen Selbstbewusstsein nicht theoriefähig ist. Das war im Grunde seine Quintessenz, nicht? Allerdings hat er das nie in Bezug auf seine eigenen Ansätze richtig gesagt. Es gibt ein paar Textstellen, wo er darauf verklausuliert hinweist, aber es kommt nicht zur Revision der frühen Texte aus den 70er Jahren des Ansatzes. Und deswegen ist es auch so, dass man in der Literatur immer wieder so finden kann, Rezeptionen von Heinrich, die dann verschiedene Texte aus verschiedenen Epochen seiner Theorie zusammennehmen und das so zusammen interpretieren. Aber es gibt eine klare Zäsur zwischen der Zeit vor 1980 und der Veröffentlichung von Fluchtlinien. Und dieser Sachverhalt, dass Selbstbewusstsein in Form einer Konstitutionsanalyse, sozusagen einer modernen Form von transzendentalem Ansatz, nicht aufzuklären ist, dieser Sachverhalt führt dann auch zu einer Veränderung der Methodik. Während Heinrich früher glaubte, rekonstruieren zu können, welche Faktoren oder strukturellen Elemente im Selbstbewusstsein vorliegen und wie ihre Einheit zustande kommt, gegen das nun aufgrund der nicht mehr Analysierbarkeit dieses Phänomens jetzt auch nicht mehr. Das heißt, er hat sich letztlich darauf zurückgezogen zu sagen, Selbstbewusstsein ist zu charakterisieren durch gewisse Leistungen. Wir sehen, was selbstbewusstes Leben ist, wie es sich darstellt, welche kognitiven Leistungen wir da erbringen können, welche Erlebnisdimensionen wir haben, das Zeitbewusstsein und so weiter. Das sind alles Leistungen des Selbstbewusstseins. Aber wir können von daraus nicht zurückschließen auf Faktoren oder auf Elemente oder wie man früher bei Kant genannt hatte, Vermögen des Subjektes, so dass man von dort aus dann wieder fragen kann, wie hängen die zusammen, wie gestaltet sich deren Zusammenspiel, damit so etwas wie ein bewusstes Leben zustande kommt. Das ist also eine wichtige Veränderung in Heinrichs Theorie des Selbstbewusstseins und die führt dann auch dazu, wie ich es auch schon am Anfang genannt habe, dass sich Heinrich dann verstärkt dieser Wirksamkeit des Selbstbewusstseins, also dessen, was ich bewusstes Leben genannt habe, gewidmet hat und das stärker in den Blickpunkt genommen hat. Nun ist aber Heinrich doch der Auffassung, dass er über das Subjekt noch einiges sagen kann und in Fluchtlinien entwickelt er dann die Konzeption des Grundverhältnisses, wie er das nennt. Grundverhältnis ist dasjenige, das Selbstbewusstsein auf der einen Seite durch das, was ich einen Zuschreibungspol, also im Selbstbewusstsein im engeren Sinne, ausgezeichnet ist, was wir also kennen als das Ich denke oder als das Cogito bei Descartes, mentalen Ereignisse oder alle Handlungen zukommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dasjenige Selbstsein, das vor allen Dingen in der analytischen Philosophie öfter Gegenstand der Untersuchung war, nämlich das personale Ich. Das heißt, dasjenige Ich, das sozusagen im Weltbezug steht, das eine Person unter anderen ausmacht und das sozusagen ein Einzelnes ist, für die auch die Ontologie der Einzelheit, wie Heinrich sich da ausdrückt, gilt. Heinrich war aber der Auffassung, dass beide Perspektiven auf das Selbstsein nicht spannungsfrei zu harmonisieren sind. Dass es auch nicht möglich ist, das Selbstbewusstsein im Sinne des Ich-Pols als personales Ich zu verstehen und umgekehrt das personale Ich sozusagen nicht auf das Subjektsein oder das Selbstbewusstsein zu reduzieren. Das bedeutet, dass wir, und das nennt er Grundverhältnis, hier sozusagen zwei Pole haben. Auf der einen Seite sind wir ein Selbst, in der Hinsicht, dass alles, was wir erleben und alles, was
uns widerfährt, auch alles, was wir, wie wir handeln, auf das Selbst, das ich oder ich denke und ich handle, zurückgeführt werden muss, das aber selber nicht Gegenstand der Welt ist, das nicht ein Objekt ist unter anderem, sondern vielmehr von dem alle Objektbezüge und alle Weltkonstitution auszugehen scheint. Da scheint sich eine Art Idealismus oder zumindest kann man sagen Internalismus der Selbstbewusstseinstheorie zum Ausdruck zu bringen. Und auf der anderen Seite ist dieses transzendentale Ich oder dieses reine Ich natürlich auch das Ich, das eine Person darstellt, eine Person unter anderen Personen, das eine Raum-Zeit-Stelle einnimmt, das Erlebnisse und Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit hat und auf diese Weise eben eines ist unter vielen anderen, nicht? Und diese nicht auflösbare Beziehung von Person und Subjekt, wie Henrich das nennt, das ist das, was das Grundverhältnis ausmacht. Das Interessante bei Henrich ist nun, gerade auch mit Bezug auf das bewusste Leben, also sozusagen in Bezug auf all dasjenige, was daraus folgt für das Erleben des Menschen und für sein sich bewegen in einer Welt, dass zwar auf der einen Seite als eine Theorie der Konstitution von Selbstsein des Menschen auftritt, aber auf der anderen Seite Henrich auch glaubt, dass hier eine Spannung vorliegt, die sich wiederum im bewussten Leben selber ausdrückt. Derart, dass der Mensch in seinem Selbstbezug versuchen muss, diese unterschiedlichen Perspektiven in ein Gesamtbild zu integrieren. Er muss also zwischen seinem reinen Selbstsein, dem alles, was er erlebt und was er tut, gegenübersteht, als etwas sozusagen einer äußeren Welt gegenübersteht, und seinem Personensein, wo er Teil dieser äußeren Welt ist, mit anderen ist, in einer Welt ist, dies muss er in irgendeiner Weise in einen Zusammenhang bringen. Und Henrich hat dann versucht zu zeigen, dass er eine ganze Reihe von philosophischen und weltanschaulichen Positionen, auch religiösen Positionen, Monotheismus und Monismus zum Beispiel und dergleichen, Positionen sind, die tatsächlich de facto das Selbstsein auf einen dieser Pole reduzieren. Also entweder auf ein Ich, das einer Welt und einer Wirklichkeit gegenübersteht und sozusagen jenseitig dieser Welt ist, oder auf eine Personensein, das keinen jenseitigen transzendenten Weltbezug kennt, sondern immer nur den Menschen und das menschliche Subjekt als eines unter anderen versteht. Und da hat also Henrich versucht, in verschiedenen Analysen zu zeigen, in welchem Maße das sozusagen die ganze Geistesgeschichte durchzieht, Religion, Philosophie, Weltanschauung etc. Das ist also ein interessanter Sachverhalt und es ist auch etwas, das zumindest ich persönlich nicht so richtig verstehen kann, weil als eine Konstitutionstheorie, als eine Theorie dessen, was Subjektivität ausmacht, sollte es eigentlich keine Spannung geben, sonst wäre Selbstbewusstsein ein instabiles Sachverhalt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich interessant zu sehen, dass Henrich aus dieser neuen Entwicklung seiner Selbstbewusstseinstheorie dann Konsequenzen für das Verständnis vieler anderer Positionen und Theorien entwickeln kann. Diese neue Theorie hatte auch ein Problem. Wie gesagt, ist es so, dass die beiden Pole nicht aufeinander reduzierbar sind. Also muss es etwas geben, das doch die Einheit des Selbstseins, also auch die Einheit über diese Pole Subjekt und Person garantiert. Und hier ist die alte Frage, die von den 50er Jahren auftrat, was eigentlich die Einheit des Subjekts ausmacht, die tritt nun wieder auf. Und Henrich entwickelt nun auch im Rückgriff auf gewisse Analysen, die er schon vorher machte, vor allen Dingen im Zusammenhang seiner Interpretation von Friedrich Hölderlin, entwickelt er nun eine Position, dass er sagte, also es muss diesem komplexen Gefüge von Selbstsein eine Instanz zugrunde liegen, im Selbstbewusstsein, die alles zusammenhält, die aber nicht selber bewusst wird, die sozusagen jenseits dessen ist, was wir bewusst von uns erleben. Und das nennt er den Grund im Ich oder den Grund des Selbstbewusstseins. Und das ist eine neue Entwicklung.
Man kann sagen, dass während Henrichs Arbeiten aus den 60er und 70er Jahren noch ganz im Kontext der klassischen Theorien des Selbstbewusstseins sind, der phänomenologischen Theorien, der sprachanalytischen Theorien und mit ihnen auch konkurrierte, er jetzt in den 80er Jahren eine neue Entwicklung nimmt. Zum einen, weil er nun über diese Analyse des Grundes in einen Bereich hineinkommt, den wir nicht mehr als eine klassische phänomenale oder semantische Analyse sehen können, sondern das sind eher metaphysische Ideen. Er spricht dann auch sehr viel positiver über Metaphysik als eine Konzeption oder als ein Theorieform, die es erlaubt, die unterschiedlichen Perspektiven auf das Selbstsein, die auch alle mit ihrer eigenen Begrifflichkeit, ihrer eigenen Form der Konzeptualisierung verbunden sind, in ein übergeordnetes Ganzes zu integrieren, einen Zusammenhang. Nicht? Das also soll dann mit einer metaphysischen Konzeption leisten, wenn auch nicht im Sinne einer metaphysischen Wissenschaft, so wie man das früher machte im 17. und 18. Jahrhundert, sondern eher als Entwürfe, als revisionäre Begriffe, wie er das nennt, vor allen Dingen in seinen letzten Werken, als etwas, mit dem man versuchen kann, diese Komplexität des Selbstseins und seiner Wirkungen in einen Zusammenhang zu bringen, ohne dass dieser Zusammenhang selber das Ergebnis eines wissenschaftlichen Beweises oder einer strengen Evidenz wäre. Das sind tatsächlich nur Entwürfe, Postulate nennt er sie auch zuweilen, das heißt Konzeptionen, die versuchen, diese Spannung eben in der Beziehung von Subjekt und Person und auch den Zusammenhang von Welt und Selbstsein in einen begrifflichen Rahmen zu bringen. Da sehen wir also dann eine Entwicklung, die tatsächlich eher in einer Art Großtheorie hinausläuft, die aber von Henrich nie so ausgearbeitet worden ist, dass man sagen könnte, da hat er nur eine Metaphysik entwickelt. Er hat da mal in den 90er Jahren zu mir gesagt, er hätte das jahrzehntelang probiert, aber es sei ihm einfach nicht gelungen, so etwas zu machen. Was er gemacht hat, ist seine Ideen im Zusammenhang mit anderen Autoren, insbesondere Hölderlin, der auf einem kleinen Fragment so etwas erwägt, einen Grund im Bewusstsein zu diskutieren. Da gibt es ein großes Hölderlin-Buch von ihm aus den 90er Jahren, das heißt auch dann Grund im Bewusstsein oder so ähnlich. Und da wird vieles von dem auch dargestellt, dann diese Texte, Vorlesungen, die er dann 2007 veröffentlicht hat, Denken und Selbstsein, nicht wahr? Da kommt auch noch einiges davon in dem Zusammenhang. Aber das sind alles eher Tentationen, also Skizzen sozusagen der Großtheorie, die aus diesem grundlegenden Problem entstanden ist. Man muss sagen, dass während die frühere Position, jetzt gehe ich noch ein bisschen auf die Hintergründe sozusagen, auf die Texte oder die Positionen in der Philosophiegeschichte ein, die für Henrich wichtig geworden sind. Während die früheren Konzeptionen in den 60er und 70er Jahren relativ stark von Kant beeinflusst waren und von der Idee einer Architektur, einer Struktur des Selbstbewusstseins, dann das, was er in den Fluchtlinien beschreibt, diese Unterscheidung von Subjekt und Person, die hat doch einen stärkeren Bezug, wird auch deutlicher sichtbar, zu der Position von Jean-Paul Sartre, der schon früh in den 40er Jahren unterschieden hat zwischen zwei Formen der Selbstbeziehung, des Selbstbewusstseins, nämlich dem, was er Conscience de soi nennt. Das ist also eine Form von Selbstdurchsichtigkeit, die aber nicht nach dem Modell der reflexiven Beziehung auf sich verstanden werden darf, sondern die anders rekonstruiert werden muss als ein präreflexives Cogitum. Und der Selbsterkenntnis, der Connaissance de soi. Und das ist im Wesentlichen das, wo kognitive Formen eingesetzt werden können, wo sozusagen eine Begrifflichkeit in Anwendung kommt, die für die Person des Menschen, für das Personsein des Menschen angemessen ist, beziehungsweise die den Menschen als Person versteht. Und dies beides
also Conscience des Soi und Connaissance des Soi, diese Konzeption von Sartre, das scheint mir auch das zu sein, was in Fluchtlinien sozusagen am Ende von all den Versuchen, die Henrich in den seit den 60er Jahren vor allen Dingen durchgeführt hat, übrig geblieben ist. Das ursprüngliche Selbstbewusstsein, die Conscience des Soi, ist eine Form von Selbstdurchsichtigkeit, derart, dass ich weiß, wenn ich jetzt hier sitze und mit Ihnen spreche, ich es bin, der das ist, dass ich weiß, dass ich jetzt mit Ihnen diesen Gedanken teile oder dass ich jetzt zu Ihnen das sage, was ich sage. Nicht, das ist also sozusagen eine ursprüngliche Selbstvertrautheit, die es überhaupt erlaubt, die Fülle dessen, was ich erlebe und auch was ich handle, einem selbst zuzuschreiben. Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, also diese, das ist sozusagen eine Selbstvertrautheit und eine Selbstdurchsichtigkeit, die weder im Sinne einer intentionalen Beziehung auf sich noch auch im Sinne einer Analyse der Verwendungsweise von bestimmten Ausdrücken, die Selbstbewusstsein anzeigen oder mit denen wir uns auf ein selbstbewusstes Wesen beziehen, also vor allem den Ausdruck Ich oder Mein oder dergleichen, verständlich gemacht werden können. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite dasjenige, wodurch wir uns als eine Person unter anderen verstehen, worin wir also Teil dieser Welt sind, worin sich auch unsere Beziehung zur Welt über den Zusammenhang von Selbst und Leib zeigt, nicht? Also wir sind ja Vermittelte in der Welt durch unseren Leib, durch unsere Einheit von Selbstsein und einem körperlichem Sein und körperlicher Beziehung zu anderen. Dies also, diese Verbindung selber ist genauso wie das reine Selbstbewusstsein, das Cogito oder präreflexive Cogito nicht wirklich analysierbar für Henrich seit den 80er Jahren. Und da haben wir also eine doppelte Entzogenheit oder eine doppelte Opakheit des Selbstbewusstseins, das natürlich selber nicht opak ist, dass es transparent ist, aber ohne dass wir verstehen können, auf welche Weise die statt hat. Und man kann also sagen, dass das am Ende nach vielen verschiedenen Versuchen und nach vielen Auseinandersetzungen mit anderen Autoren das ist, was aus Henrichs Selbstbewusstseinstheorie dann übrig bleibt. Er war aber immer der Auffassung, dass eine solche Analyse, eine solche Leistungsanalyse, funktionale Analyse, wie man es nennen kann, auch wenn sie nicht die Struktur von Selbstbewusstsein erhält, auch wenn sie vielleicht nicht verständlich machen kann, wie es möglich ist, dass wir uns auf uns selbst erkennend und bewusst verhalten können, dass es doch erlaubt, zu verstehen, auf welche Weise wir als selbstbewusste Wesen in der Welt und auch im Umgang mit uns selber sozusagen einen Horizont des Denkens und Erlebens aufspannen und was das vielleicht auch bedeuten kann für unsere Bestimmung als einzelne Menschen. Denn das ist etwas, was bei Henrich auch immer im Hintergrund steht. Diese Analysen, auch wenn sie in den 60er und 70er Jahren relativ technisch daherkommen, hatten doch den Fokus, am Ende verständlich zu machen, was es für den Menschen bedeutet, sich als selbstbewusstes Wesen einer Welt zu bewegen und was wir aus der Analyse von Selbstbewusstsein lernen können, das richtig zu tun, um es so zu tun, dass wir kein falsches, verengtes Verständnis von uns entwickeln. Das ist sicher etwas, das jetzt einen mehr vagen Aspekt der Theorie darstellt, aber so wie Henrich darüber in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat, ist es relativ klar, dass für ihn das ein zentraler Gesichtspunkt der ganzen Forschungen war. Und dass er dann, als er sich stärker der Frage des bewussten Lebens hingab, der Frage, wie, was es bedeutet für ein Selbst, Erlebnisse zu haben und sich in einer Wirklichkeit mit sich selbst, im Umgang mit anderen und der Welt zu bewegen, also sich also diesen Fragen stärker hingab, dass dann dieser Gesichtspunkt besonders wichtig und zentral wurde und auch deutlicher in seinen Schriften, in seinen Arbeiten erkennbar wird. Also es gibt noch einen Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen möchte. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Perspektiven von Selbstbewusstsein, Selbstsein auch mit unterschiedlichen Konzeptualisierungsformen einhergehen.
Das reine Selbstbewusstsein ist eben dasjenige, dem eine Welt, eine Wirklichkeit gegenübersteht, das nicht Teil dieser Welt sein kann. Zwar bin ich mir meiner selbst nicht nur als dieses oder jenes bewusst, ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich überhaupt existiere. Insofern bin ich natürlich ein Wesen, das ist. Aber dieses Ist ist nicht auf vergleichbare Weise zu charakterisieren wie irgendein Ist eines Gegenstandes in der Welt. Und hier gibt es also diese fundamentale Trennung zwischen dem, als was ich mir meiner selbst bewusst bin, als ein Seiendes oder besser gesagt als ein seiendes Bewusstsein und dem, wovon ich sonst sagen kann, dass es ist, als ein Gegenstand in der Welt. Und dann auf der anderen Seite das personale Ich oder das personale Selbst, das für das eben gilt, dass es ein Wesen in der Welt ist, das also eine Raum-Zeit-Stelle einnimmt, das in einem kausalen Zusammenhang mit anderen Dingen steht, für das auch die Temporalität gilt, das also selber ein Wesen in der Zeit ist. Dies alles also ist als fundamental anders oder muss auf eine andere Weise verstanden werden als das reine Selbstbewusstsein. Und Henrich war daher immer der Auffassung, dass eine große Theorie, die diesen Zusammenhang bildet, auch eine eigene Theorieform haben muss, eine eigene begriffliche Form haben muss, für die keine der klassischen Formen des Erkennens oder Begreifens in der Wissenschaft zum Beispiel oder in der Philosophie zureicht. Und er hat dann versucht, mit Hegel und anderen Autoren zu experimentieren, wie man eine solche Begriffsform dann entwickeln kann. Auch da gibt es bei ihm mehr so Tentationen und Experimente. Aber es ist klar, dass eine Theorie, die das Ganze von Selbstsein und Weltbezug des Selbstseins und den Personenseins integrieren soll, über das hinausgehen muss, was es bedeutet, ein Einzelnes innerhalb dieser Welt, und sei es auch irgendwie den physikalischen Teil der Welt oder andere Aspekte zu charakterisieren. Also hier braucht es eine andere, die wissenschaftliche Begriffsform übersteigende Begriffsform, das ist Henrichs Position, ohne dass sie deswegen irrational wäre oder rein metaphorisch oder dergleichen. Nicht. Man sieht also, dass diese späte Form oder die späte Version der Selbstbewusstseinstheorie viele neue offene Fragen aufwirft und dass das Projekt insgesamt so ambitioniert ist, dass man dann auch vielleicht die Frage stellen kann, ob es sich noch lohnt, damit zu beschäftigen oder ob man das überhaupt noch eine Theorie des Selbstbewusstseins nennen kann. Es ist aber wichtig zu sehen, dass diese späteren Texte unter dieser Perspektive abgefasst worden sind, während die früheren Texte, also vor 1980, noch ein ganz anderes Projekt verfolgt haben. Ja, das wäre mein kurzer und etwas gedrängter und dichter Durchgang durch die Entwicklung von Dieter Henrichs Selbstbewusstseinstheorie. Da werden sicher auch viele Fragen kommen. Ich wollte Ihnen aber doch versuchen zu zeigen, welche Entwicklung, welchen Bogen sozusagen die Forschungen Henrichs genommen haben. Und ich wollte Sie auch darauf aufmerksam machen, wie Sie die unterschiedlichen Texte von 60 Jahren Veröffentlichungstätigkeit sozusagen einzuschätzen haben, damit dann nicht Dinge zusammengebracht werden. Man kann nur sehr hoffen, dass vielleicht in Zukunft das noch deutlicher wird. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie einen Text aus dem Nachlass, der dann Henrichs Konzeption aus der Rückschau vielleicht stärker einordnet und in einen Zusammenhang bringt. Aber das können wir nicht wissen. Sie jetzt zumindest haben vielleicht eine Idee davon. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir hier erst einmal enden. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Kuschmidt, ganz herzlichen Dank für Ihre lehrreiche Darstellung der Werkgeschichte, die der Henrichs in systematischer Absicht. Wollen Sie das inhaltlich kann ich dem gar nicht so viel aus dem Stand hinzufügen. Erwähnen möchte ich allerdings, dass vor allem Manfred Frank immer wieder in die Richtung gewirkt hat, die der Begriff geht auf Ernst Tugendhat zurück,
die Heidelberger Schule von Dieter Henrich zu erneuern. Und die Betonung ist hier auch auf zu erneuern. Es geht jetzt nicht nur um eine Henrich-Philologie, sondern um eine Ausarbeitung der systematischen Probleme, die mit der Philosophie des Selbstbewusstseins verbunden sind. Und es ist unabhängig, zu welchen Ergebnissen man kommt, sicherlich die Relevanz von Dieter Henrich, diese Probleme in unterschiedlichen Variationen und Versionen bearbeitet zu haben. Darf ich noch eine Bemerkung dazu machen? Also ich hatte ja versucht zu zeigen, wie grundlegend Henrichs eigene Erfahrungen mit seinen Versuchen aus den 60er und 70er Jahren sind und wie sehr er dann zu der Position gekommen ist, dass eine Selbstbewusstseinstheorie, wie er sie damals versuchte und wie sie auch seither immer wieder versucht wird, nicht möglich ist. Er nannte das die mangelnde Theoriefähigkeit des ganzen Phänomens. Es hat aber immer wieder Versuche gegeben, gleichwohl eine solche Theorie zu bieten. Und die haben Manfred Frank angesprochen, der in einem Reklambuch, Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, glaube ich, heißt es, eine ganze Reihe von theoretischen Ansätzen, vor allen Dingen der amerikanischen Philosophie, von Castaneda, der wichtige Einsichten geliefert hat, oder Waller Chisholm oder anderen, analysiert und feststellt, wie auch sie sich in solche zirkulären Strukturen oder in mangelnden Erklärungen da verfangen. Und neuerdings ist das wieder geschehen durch einen, auch einen Zugehörigen der Heidelberger Schule, Stefan Lang nämlich, in seiner Habilitationsschrift Performative Selbstbewusstsein, glaube ich, heißt sie, von 2020 oder 2022 bei Mentis. Der hat die jüngsten Positionen der 2000er Jahre, 90er, 2000er Jahre durchgegangen und auch sie verfangen sich regelmäßig in solche Probleme. Das heißt also, es deutet vieles darauf hin, dass Henrichs Einsicht in die mangelnde Theoriefähigkeit tatsächlich nicht nur Ausdruck einer persönlichen Resignation war, auch wenn er nie einen Beweis dafür geboten hat, dass es tatsächlich nicht theoriefähig ist. Man hätte ja erwarten können, dass er das versucht, positiv zu beweisen. Aber die Erfahrungen mit allen Versuchen seither, die natürlich auch zum Teil, weil diese Leute kein Deutsch lesen und diese Sachen nicht kennen, dann in Unkenntnis von Henrich oder von Manfred Frank und anderen geschehen sind, die zeigen doch wohl, dass tatsächlich was dran sein könnte. Und dass man versuchen muss, dem Phänomen anders als im Sinne einer solchen strukturellen Analyse beizukommen. Das wollte ich nur noch als Ergänzung gesagt haben. Ja, Herr Gutschmidt, danke für diese wichtige Erweiterung und Kommentierung des Problembezugs. Das führt uns natürlich dann auch schon in die gegenwärtige Diskussion der Theorie des Selbstbewusstseins in der Philosophie des Geistes und in den, bei Philosophen, die sich durch Autoren der Philosophie des Geistes, sie nannten zwei Castaneda, Schüsseln, sind ja eigentlich auch historische Autoren mittlerweile, inspirieren lassen. Ja, aber vielleicht hat ein Teilnehmer eine Stellungnahme zu dem Problem oder eine Frage oder ein Erläuterungswunsch. Also ich bin so ein bisschen da hängen geblieben, was Sie da erzählt hatten, halt auch für einmal diese Möglichkeit, das personelle Ich und einmal dieses transzendente Ich. Also einmal das personelle ist, da muss ich halt immer so an Descartes denken. Ich denke, also ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt personal hier existiere. Ich fand nur dieses zweite Ich spannend, dass man jetzt eigentlich die Person im Raum, also sozusagen unter anderen. Können Sie das nochmal ein bisschen erörtern? Da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Also das kartesische Cogito ist genau dieses präreflexive Cogito oder dieses transzendentale Subjekt oder Selbstsein,
Denn Descartes würde sagen, also Descartes hat am Anfang, das kann man, wenn man diese Meditation genauer analysiert, feststellen, dass er am Anfang eine Vorstellung vom Ich hat, die ganz materialistisch ist. Er sagt auch, naja, die Seele, das ist so etwas wie ein ganz feiner Stoff, wie so eine Art Fluidum oder so etwas, nicht? Und demzufolge ist es genauso wie alles andere auch ein Teil der Welt, nicht? Also ein materiell oder naturalistisch beschreibbarer Sachverhalt. Und dann stellt er fest, ja, das fällt ja auch unter den Zweifel. Und was fällt nicht unter den Zweifel? Ja, das ist genau dasjenige Ich, das sich ausdrückt in, ja, wie soll ich sagen, in bestimmten Handlungen oder in bestimmten Vollzügen, wie wahrnehmen, erleben, meinen etc. Das liegt dem allem sozusagen voraus oder äußert sich in solchen Formen des Handelns, des Vollziehens, ist aber selber kein Gegenstand, ist nicht das personale Ich, ist nicht dasjenige, von dem ich sagen kann, ja, das sitzt doch jetzt hier und spricht zu Ihnen und ist in einer gewissen Zeit da und dann auch wiederum nicht da und so weiter, sondern es ist jenseits davon. Für Descartes ist diese Jenseitigkeit nur dadurch ist nur dadurch charakterisierbar, dass es nicht unter den Zweifel fällt, weil alle Dinge, die in Wirklichkeit sind, sind nicht notwendig. Über alles kann ich sagen, es könnte auch nicht sein. Aber über das Ich, das transzendentale Ich sozusagen, das den Zweifel vollzieht, kann ich nicht sagen, dass es nicht sein kann, weil es nämlich dann einen performativen Widerspruch gibt. Das Ich muss daran zweifeln, obwohl es zugleich sein muss, um zum Zweifeln. Nicht? Da kommt es also zum performativen Widerspruch. Und das Resultat ist dann, dass zumindest dies als eine unhintergehbare Wahrheit, nämlich dass ich bin, ich ego cogito, ego existo, das muss festgehalten werden. Aber sonst kann man darüber gar nichts sagen. Dieses Ich ist sozusagen, hat keine Ausdehnung, es hat keine raumzeitlich charakterisierbaren Eigenschaften, es hat gar nichts. Es drückt sich nur in solchen Vollzügen aus wie Zweifeln, Meinen und so weiter, Descartes später als Form des Denkens oder Form des ja, Vorstellens oder Form des mentalen Vollziehens oder mentalen Geschehens charakterisiert. Forma cogitationis nennt er das, das ist auch alles nicht. Aber sonst gibt es dazu gar nichts zu sagen. Also das ist genau dasjenige, Sie müssen sich immer sagen, ja, alles, was ich bin, alles, was ich von mir erlebe, dass ich jetzt hier sitze, mit Ihnen spreche und so weiter, das muss ich mir zuschreiben. Aber was ist denn das, dem ich das zuschreibe? Weil all das, was ich über es sagen kann, das schreibe ich ihm ja zu. Also kann es das nicht sein. Nicht? Das Cogito ist sozusagen etwas, das jenseits alles dessen ist, was ihm zugeschrieben wird an Erlebnissen, an Handlungen, Stimmungen etc. Nicht? Und das ist das Transzendentale daran, wenn man das so nennen will, dasjenige, das nicht mehr Gegenstand einer Charakterisierung sein kann wie irgendetwas sonst in der Welt. Und hier versagen dann eben auch Versuche, es naturalistisch, materialistisch oder sonst wie zu deuten. Also Versuche, die von Descartes unternommen hat und mit denen er dann eben scheiterte, weil er sagte, das ist etwas, daran kann ich zweifeln, dessen Existenz kann falsch sein, kann vorgebildet sein, aber das trifft eben nicht zu für das Ego dubitans, das zweifelnde Ich. Nicht. Das Problem, dem jeder Philosoph heute konfrontiert ist, ist natürlich die naturalisierte Erkenntnistheorie gleich Naturalismus und Materialismus, wobei ich das jetzt mal synonym gebrauche. Wenn Sie eine solche Position einnehmen, dann definieren Sie Erkenntnisse, auch Selbsterkenntnisse immer gegenständlich. Das ist also, glaube ich, der kritische Punkt. Und das Problem besteht nun darin, dass eine Theorie des Selbstbewusstseins so anzulegen ist, dass sie nicht nur Erkenntnis, nicht nur als eine Gegenstandserkenntnis konzeptualisiert. Ja. Und können Sie sagen, ja gut, wo ist das Problem? Ja. Und das Problem
zudem auf das Historische und dann auf das Problem, dass sich diese Theorien, das kann man im Einzelnen auch zeigen, auch immer in Zirkeln und Regressen bewegen. Ja, ich denke, das ist ein großes Motiv, das geht bis in die gegenwärtige Philosophie hinein, dass auch Materialisten ja so etwas annehmen wie einen inneren Sinn, ja, also einen inneren Scanner. Also ich habe Erlebnisse, Empfindungen, ja, sehe was Grünes, schmecke etwas Saures, Süßes, ja, fühle mich schlecht, ja, dass diese Objekterlebnisse, die werden wir immer bewusst durch einen Scanner, ja. Und dieser Kenner ist arbeitet als ein innerer Sinn. Das heißt, es sind immer dann, ich werde mir dieser meiner primären Erlebnisse immer über ein sekundäres Erlebnis bewusst. Und daran erkennen Sie natürlich schon, dass Sie fragen können, ja, durch was wird denn dieses sekundäre Erlebnis bewusst? Und da kommen Sie halt in einen Regress. Und Regress heißt ja nichts anderes als Verschiebung der Erklärung. Ja, also ich nehme dann eine andere Erklärung wieder. Also das ist ein ganz relevantes Problem, auch in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes. Also Problem des Regress und jetzt, wie sind die Konzeptualisierungen in der Erkenntnistheorie? Das ist dann die zentrale Frage. Ich weiß nicht, ob Sie dem, was mir so eingefallen ist bei Ihrem Vortrag, bei dem Hendrik spielt ja nicht mehr diese traditionelle Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie so eine große Rolle. Ja, also denke, dass und da sollte man sich vielleicht mal fragen, ja, ist das wirklich berechtigt oder ist es nicht berechtigt? Ja, nämlich also also auch diese Konzeptualisierung. Es ist ja auch eine gewisse Existenzphilosophie des bewussten Lebens, ja, wird jetzt ja nicht als praktische Philosophie abgehandelt. Ja. Es wird auch nicht als theoretische Philosophie abgehandelt, ja, sondern ist jenseits dieser beiden Disziplinen. Also das ist mir nochmal so durch den Kopf geschossen. Und dann fragt man sich natürlich, ja gut, also wie tragfähig ist es wirklich? Ja. Es sollen dann natürlich auch weite Bereiche eingemeindet werden, also Religion, Kunst, ja, ja, Liebe, ja, interpersonale Beziehungen, ja, die ja alle von dieser Grundbeziehung getragen sein sollen. Ja. Und damit bewegt es sich natürlich dann schon jener so etwas wie einer praktischen Philosophie, wie wir sie von Kant kennen oder so, oder auch selbst von Aristoteles kennen. Das nur mal so als Anmerkung. Darf ich das Anmerkung machen? Bitte, ja. Also bei Henrich ist es nun doch so, dass er eigentlich bereichsphilosophisch im engeren Sinne, wenn man mal die Arbeiten zur Geschichte der Philosophie beiseite nimmt, nicht wirklich gearbeitet hat. Also er ist kein Bereichsphilosoph, er ist kein Ethiker oder Ästhetiker oder sonst irgendwas, das macht er nicht. Sondern alle Phänomene werden daraufhin analysiert, was sie austragen zum Verständnis von Selbstbewusstsein, von Subjektivität, beziehungsweise inwiefern sich Subjektivität darin ausdrückt, wie wir sozusagen sie verstehen können als etwas, das uns
hilft uns selber in den mannigfachen Bezügen, in denen wir stehen, als selbstbewusste Wesen besser zu verstehen, besser zu begreifen. Und da er immer diese Beziehung gewahrt hat, kommt auch selten etwas Konkretes dabei heraus, ja, etwa im Sinne einer praktischen Philosophie oder so etwas oder einer Theorie des Kunstwerks oder so. Das alles haben wir bei Henrich eigentlich nicht, da ist implizit vieles vorhanden. Aber er führt es nie so weit aus, weil es ihn letztlich auch nicht wirklich interessiert. Er hält immer die enge Beziehung sozusagen, immer die Spannung zum Grundphänomen des Selbstbewusstseins, des Grundverhältnisses des Selbst. Und das macht dann auch, dass es schwer ist, diese Arbeiten von ihm darauf hinzulesen, dass sie einen Ertrag bringen in Form eines theoriefähig oder theoretisch beschreibbaren Sachverhalts oder Gegenstandsbereiches oder so etwas, nicht, was man mit nach Hause nehmen kann sozusagen. Das ist das Problem, würde ich sagen, von Henrichs Herangehensweise, eine Eigentümlichkeit. Ja, danke. Ja, das ist vielleicht das Problem von vielen Philosophen auch. Ja, und jetzt nicht nur ein Individualproblem von Dieter Henrich. Ja, sind sonst noch Fragen? Ich möchte Ihnen dann danken, dass Sie an dem 31. transdisziplinären Gespräch teilgenommen haben. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem dass Herr Gutschmidt. Wir werden dann die Aufnahme bearbeiten und Sie bekommen sie dann zur Verfügung gestellt. Alles Falsche wird rausgeschnitten. Ja, und ja, ob es in der Philosophie, vielleicht das zum Schluss, und dann, ob es in der Philosophie wirklich Falsches gibt, ja. Das, die Frage ist, gibt es Fortschritt? Ja, das ist nochmal ein neues Problem, was eingebracht worden ist. Das wäre ja dann vielleicht auch mal, vielleicht findet man auch mal nochmal einen Kollegen, der zu diesem Problem Fortschritt und Geschichte etwas, Sie wollten noch etwas sagen. Ja, in diesem Sinne möchte ich dann das Gespräch abschließen und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Ich danke selbst. Danke.